Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Europa Universalis 4. Wir sind erfolgreich. Haha. Wir sind Deutschland, auch wenn ich im Laufe dieses Let's Plays ganz grobe Fehler gemacht habe. Fehler, die euch alle dazu gebracht haben, sich die Haare zu raufen bis zum geht nicht mehr und sich zu sagen, das ist doch Grundverständnis des Spiels. So möchte ich doch hier, es wird langsam aber sicher so ein Abschieds-Let's Play, glaube ich. Nicht Abschieds-Let's Play, Abschiedsfolgen dieses Let's Plays. Ja, so möchte ich doch mich bedanken für alle, die hier regelmäßig zugeguckt haben und mich entschuldigen für alle, denen ich so viel Ungemach bereitet habe mit meinen Fehlern. Aber ich sag mal so, das sind ja alles Fehler, klar, manche sind aufgrund der Unaufmerksamkeit entstanden. Die Unaufmerksamkeit, ich mag mich nicht entschuldigen, aber ist klar, dass wenn ich hier Let's Playe und moderiere und an 10 Sachen gleichzeitig denke, dass da natürlich Unaufmerksamkeit entsteht. Stade, gehört es auch zu uns. Nice. Ja, dann mach doch mal halt. Halt. Wen können wir, genau, Stade, nicht Bremen. Wir wollen keine 1111 Monate warten. So. Genau, also dass da Unaufmerksamkeit entsteht, ist natürlich klar. Oh. Sollen wir uns dann erst einen Kolonisten entdecken? Kolonialisten? Ja, das andere wäre, die Limette zu entdecken. Der Zweidecker, was ist der Zweidecker? Ich weiß es nicht. Eine Kriegsgaleone anscheinend. Okay, haben wir eh nicht. Unterhalt für Marine wird steigen, Flottenzermürbung. Verweilen auf See ist nicht länger monatlich. Aha. Erhöht sich nicht länger monatlich. Aha, okay. Ja, können wir benutzen, wenn wir denn dann erstmal unseren ersten Kolonisten haben. So, wo ist er? Da ist er. Und jetzt, was machen wir mit dem? Das weiß zum Beispiel nicht. Und da sagen jetzt viele, ja, so ganz klar, du drückst da XY und dann gehst du nach Amerika, gehst dort auf, klickst auf Kolonisieren, das darfst du aber nicht vergessen. Nee, 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 haha, so viel zu kolonisieren gibt es gar nicht mehr. Oh, doch, hier, halb Sri Lanka. Ist das Sri Lanka? Nein, das ist Madagaskar. Sicher? Ja, das ist Sri Lanka. Ceylon? Ja, das ist Madagaskar, oder nicht? Glaub schon. Okay. Madagaskar ist zu haben. Sri Lanka dagegen. Achso, die Inder spielen ja selbst mit, ne? Ja, haben wir denn dann überhaupt. Ach hier, schau mal, das wird doch auch nicht verkehrt. Neben dem Mali, ne? Sierra Leone. Sierra Leone ist aber bekannt dafür, wie unglaublich zivilisiert es ist. Nee, wo ist er denn jetzt, unser Kolonist? Ich habe keine Ahnung. Kolonist, müsste es nicht Kolonialist heißen? Sierra Leone, senden. Die Kolonie ist zu weit entfernt. Die Entfernung von Sierra Leone zu unserem nächstgelegenen unblockierten Hafen Stade beträgt 589, aber unsere Kolonialreichweite beträgt gerade mal 575. Das ist natürlich schade. Schade, Stade. Bremen ist doch näher. Nee, anscheinend ist Stade tatsächlich näher. Das bedeutet, wir können maximal hier hin. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es hier Hochsee. Die Azoren. Die haben schon eine Flagge, ne? Ja, das ist Portugal natürlich. Da Spanien. Madeira. Auch Portugal. Hier gibt es nichts zu kolonisieren. Ja, müssen wir warten, bis wir mehr Kolonialreichweite haben. Schade drum. Wenn wir, oh, da brauchen wir aber arg viel, um hier nach Amerika zu kommen, ne? Großbritannien. Warum will niemand Grönland? Die Armen. Keiner will Grönland. Na gut, dann wissen wir das wenigstens. Haben jetzt viel Macht dafür aufgetan. Aber nun gut. Britannien will nicht mehr. Ist okay. Wir sind bei 60 von 60. Und wir können noch 12 Schiffe bauen. Militärzugang aus der Pfalz. 12 Schiffe. Lass uns mal wieder ein paar Fregatten bauen, die den Handel schützen. Da kann man nie genug von haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ein Omen, ein Omen. 12 Provinzen am Meer sollen es sein und 12 Schiffe, die den Handel schützen.
Ja, ich gehe mal davon aus, wenn wir die dann mit unseren anderen Schiffen zusammentun, dass wir vielleicht mal eine Schlacht gewinnen können. Naja, wenigstens bringen sie ein Heidengeld ein und kosten kaum was. Verlieren 50 militärische Macht oder lieber Prestige, da ist mir die militärische Macht mehr wert. 10 Prestige, die gewinnen wir eh beim nächsten Krieg gegen... Ja, wen eigentlich? Schon Böhmen, ne? Die aggressive Expansion ist jetzt zwar so langsam, aber sicher dann... Huiuiui, dann müssen wir euch aber echt aufspalten. Einer geht nach Oberlausitz mit dem Christian. Und einer kriegt den Thomas. Und er geht nach Sachsen. Dann sind unsere Schiffe fertig. Schiffe im Bau. Brauchen die lang. So. Oh, das sind sie ja. Sehr gut. Die Fregatten. Die ollen Fregatten. Zack, zack, zack. Halt! Du nicht. Das wollte ich extra nicht dabei haben. Hab geguckt, dass das nicht passiert. Aber jetzt bist du doch da. Bürgerkrieg. What? Friedrich Wilhelm II. Anhaltendes Ränkeschmieden hat den Adel erzürnt und Friedrich Wilhelm II. Einige mächtige Feinde in der Aristokratie beschert. Es wird nicht lange dauern, bis das Geraune von einem Staatsstreich zur Beendigung der Misswirtschaft wahr wird und unser Land in einen langgezogenen Machtkampf versinkt. Ja, doch nicht mit Europa erobern. Erstmal Revoltenrisiko überall im Land erhalten und 8 Thronanwärter in Braunschweig sich erheben lassen. Die Rebellen sind loyale Anhänger von Johann Karl von Weimar, der sich selbst Johann I. von Weimar selbst als solcher sieht und Anspruch auf den deutschen Thron erhebt. Sollte er sterben, so stirbt die Rebellion mit ihm. Okay, Johann Karl von Weimar. Schauen wir mal, ob wir dich getötet bekommen. Oder vielleicht wollen wir ihn ja haben. Genau, schau doch mal, was sie fordern. Nicht Militär, hier. Maßnahmen. Stabilitätssteiger. Forderung nachkommen. Die Rebellen werden niemals verhandeln. Okay. Dann nicht. So, gewonnen. Und jetzt? Jetzt heißt es vor allem, halt, nicht weitermachen. Zusammengehen. Handel schützen. In Lübeck. Anführer kriegt ihr nicht. So. Erstmal uns dran ergötzen, wie viel Einfluss wir jetzt in Lübeck haben. Noch mehr als vorher, ne? 52%, so sieht's aus. 10 Revoltenrisiko überall. Neue Idee. Militär. Nö, dann bauen wir doch die nächste Militärtechnologie. Bewachter Weg. Frontbreite. Neue Kavallerie ist das anscheinend. Und die Redoute. Ich kenne es als Reduit, aber anscheinend gibt es auch die Redoute. Nationalisten haben sich da oben in Rupien. Ich werde hier mal autonome Rebellenunterdrückung aktivieren. Die Frage ist nur, wir können jetzt keinen Krieg führen. Wir brauchen die Hälfte unserer Armee, um hier auf Nummer sicher zu gehen, dass die Rebellen im Bürgerkrieg keinen Schabernack treiben. Eine Staatsehe kann manchmal ein Segen sein, aber in unserem geschwächten Zustand ein Resultat des Zusammenpralls zwischen Monarch und Aristokratie ist sie nichts als ein Fluch. Opportunistische Verwandte sehen dies als perfekte Gelegenheit an, ihren Einfluss zu erweitern und mehr Macht an sich zu reißen. Entsprechende Maßnahmen ergreifen. Wir verlieren 25 administrative Macht und 6 Thronanwärter eben sich. Wir verlieren 50 Prestige. Nein, da verlieren wir lieber ein bisschen Macht. 50 Prestige, da haben wir ja nichts mehr. Genau, da kümmert er sich drum und kann ich euch nicht auch sagen, autonome Rebellenunterdrückung. Armee-Deserteure, die Moral unserer Truppen sinkt und Gruppen von Deserteuren haben sich in Rebellen angeschlossen. Wenn das so weitergeht, können wir sie nicht davon abhalten, die Gewalt über an sich zu reißen. Wir versuchen, ihre Moral zu stärken. Wir verlieren Dukaten. Moral der Armee plus 10%, dafür haben wir keine Ressourcen. Wir verlieren 11.000 Rekrutenreserve. Nö, gib ihnen das Geld. Die sollen schon wissen, ja, dass sie es gut bei mir haben. Und ihr auch. Autonome Rebellenunterdrückung.
macht. Was ist das? Das sind zwei Handelsschiffe, die sich mit diesen Handelsschiffen zusammentun. Sobald sie da, sobald sie die. Halt, halt, halt! Jetzt sind sie alle zusammen, ne? Ja. Handel, Lübeck. Gut ist. Nice! So, wir haben Ostsee Squadron. Wir haben eine Kriegsflotte, eine Handelsflotte, eine königliche Armee, die erste Armee. Unsere Händler sind überall auf der Welt verteilt, die Diplomaten dagegen nicht. Die Diplomaten könnten aber was machen. Zum Beispiel einfach nochmal nach Frankreich. Die mögen uns zwar eh schon, aber da gehen wir mal lieber auf Nummer sicher. Ja, mit 230.000 gehe ich mal von aus. Ja, da werden sich keine Rebellen erheben, die mehr als 30.000 Einheiten auf einmal zur Verfügung haben. Schach von Lübeck gewonnen. Will ich die nächste Idee hier haben? Weil es sind ja noch 10 Jahre, die mir da entfernt sind. Ne? Handelsflotte. Entdeckerideen. Nö, Kavallerie kostet minus 10%. Zack, mehr Geld. Wir haben Yves schon wieder 1000. Und Paul ist schon wieder zurück. Ja, wird's Zeit, Dinge zu bauen. Gebäude, Gebäude, Gebäude. Tempel in den Provinzen, in denen es noch keine Tempel gibt. Spionageagentur nie. Übungsplätze in Nürnberg. Baracken. Eins, zwei, drei, vier. Ja, komm, mach die Manufaktur in Bamberg. Mach den Gut. Na, der Gutshof. Nee, der Gutshof ist viel zu teuer für das, was er kann. Dann lieber eine Waffenmanufaktur. Da war doch irgendjemand irgendwo, der hier ganz viel, genau, in Brandenburg, 4,2 Handelseinfluss. Das ist okay. Sternförmige Befestigung braucht man nicht. Wenn dann in Nürnberg, gehe ich mal von aus. Aber das dauert noch, bis wir da soweit sind. Ja, mal 159 Gold. Unser Admiral ist tot. Oh, nils. Schneiden wir jetzt einen neuen. Oh, ist doch besser als der alte. Sehr gut. Genau. So. Kann der auch Handel schützen? Nein. Petroleumstaat, ja. Ideal, ideal, ideal. So, der Bürgerkrieg ist halb so schlimm wie gedacht. Das kommt davon, wenn wir hier so gut und beliebt sind, ne? Hohoho. Nee, nee, der Bürgerkrieg ist doch relativ hart. 31% für die Thronanwärterrebellen. Ja. Ja gut, ich bin da der festen Überzeugung, dass wir uns da gar nicht erst drum kümmern müssen. Mit der autonomen Rebellenunterdrückung an können wir hier weiter durch die Weltgeschichte huschen und warten, bis sich die Wogen geglättet haben. Während wir verlieren an Stabilität. Nein, wir verlieren starke Militärführung. 20 Armeetraditionen verlieren. Wir haben 63, ne? Armeetradition steht für die angesammelte Armeeerfahrung eurer Nation. Durch Ideengebäude, Landgefechte und Belagerungen kann die Armeetradition gesteigert werden. Und wir verlieren ja eh schon pro Monat. Aber ein Stabilitätspunkt. Wir verlieren einen Stabilitätspunkt und kaufen uns gleich wieder zurück. Wir kaufen sogar zwei. Wie sieht es eigentlich aus mit der Monarchie? Ich glaube zwar, dass das jetzt keine gute Idee ist, das jetzt zu machen. Außerdem haben wir gar nicht die Macht dafür. Man könnte spaßeshalber ja mal gucken, was zum Beispiel ein aufgeklärter Despotismus so alles Tolles bringen würde. Wir können es gar nicht machen, ne? Wir können es gar nicht einführen. Dann schauen wir auch nicht. Wer es genau wissen will, der kann ja hätte Pause machen können oder kann selbst noch ein Spiel gucken. Solili Dodili. Wie sieht's aus? Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir unsere Kolonialreichweite inzwischen verbessert haben, ne? Um Sierra Leone zu kolonisieren. Nee. Animistisch. Schlaf von Ungarn hat sie 10 Krieg erklärt. Unbekannt.
Es wird 257 Tage dauern, dort jemanden hinzuschicken. Mit 12,5% pro Monat für die Zunahme der Anzahl der Siedler. Okay. 7000 Eingeborene. Sie können unsere Gegenwart tolerieren oder auch nicht. 9 Thronanwärter. Oh, nun gibt es sogar in unserer Hauptstadt Unterstützung für den Thronanwärter. Eine Armee steht vor den Toren von Berlin. Die Stadt steht kurz vor der Niederlage. Was? Mein König, deutsche Thronanwärter, haben sich in Brandenburg erhoben. Ja, 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 das ist schon klar. Aber das ist doch deswegen keine Niederlage. Wir sind noch hier weit vorne mit dabei. Weit vorne sind wir hier. Das war doch keine Schlacht. Aggression. Die Feindseligkeit der Eingeborenen bestimmt die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs auf unsere Siedler. Ah! Plus 20 Schadensmus. Ich sehe jetzt, warum noch niemand Sierra Leone kolonisiert hat. Weil das anscheinend ein paar ganz wilde Wilde sind, ne? Ja. Und der Elfenbeinküste gibt's Elfenbein. Und der Goldküste gibt's Eisen. Sklaven. Gut. Mein König, niedersächsische Rebellen in Bremen. Mann, die Bremer wieder. Aber nun denn. Brauchen wir hier einen Berater? Oh, globaler Handelseinfluss, plus 10%. Nehmen wir. Also der trägt sich ja wohl selbst. Der kostet nur 3,4 monatlich. Und macht nur mal 10% auf den Handel. Ja, okay, er trägt sich ungefähr selbst. Aber dafür haben wir noch einen Machtpunkt mehr im Monat. Verteidiger des Glaubens brauchen wir jetzt nicht. Ja, wie kriegen wir diesen Anführer des Bürgerkriegs tot? Wir können jetzt keinen Krieg führen, solange wir diese Stats haben. Oh, sind nur 16%. Wird langsam. Überlaufen zu Münster. In Bremen. Nein, Bremen will doch nicht nach Münster rüber. Korea hat Japan den Krieg erklärt, da schau her. Wir werden die Stabilität weiter steigern. Der Sieg ist unser. Rückzug der Rebellen. Unsere Truppen gewinnen an Boden. Es scheint, dass viele der Rebellen ihren Grund zum Kampf verloren haben, weswegen große Gruppen sich zurückziehen. Dies ist unsere Chance, diesen Wahnsinn zu beenden und die Ordnung wiederherzustellen. Der Sieg ist unser. Wir bekommen 10 Prestige. Wir brauchen die Stabilität nicht weiter steigern. Wir können 101.000 Rekrutenreserve. Wir können den Krieg gegen Böhmen forcieren. Ja, Diplomatie. Staatsehe. Was? Nee. Eroberung von Niederlausitz oder Erz von Niederlausitz, würde ich sagen. Alliierte automatisch einladen. Schweden, Litauen. Ja, wir brauchen Frankreich und Russland an unserer Seite und die werden automatisch eingeladen. Wir machen aber erstmal hier ein kleines Speicher-Speicher-Spiel. Speicher-Speicher. Sicher ist sicher. Und ab dafür. Das wird nochmal ein großer Krieg, aber, ne? Krieg erklären. Ah, ja, wir haben es jetzt nicht als Rivalen eingestuft, aber das ist schon okay. So, Alliierte automatisch einladen, Krieg erklären. Da ist Frankreich und Russland sofort dabei. Dann nehmen wir hier unsere 30.000, gehen hier rüber und gehen mit euch ins Erz. Und da belagern sie natürlich sofort Breslau. Kennen wir ja. Und jetzt machen wir mal ganz langsam. Wir werden hier diese Schlacht schlagen mit überlegen vielen, mit ganz vielen Einheiten. Falls wir in die Bredouille kommen sollten, werden wir euch aus der Niederlausitz holen. Machen wir jetzt auch schon, weil wir sonst so viele Leute verlieren. Und das auch wieder schon ein knappes Ding wird. Aber da sind wir schon. Und gewinnen hoffentlich. Sieht gut aus. Halt, wir verlieren Dukaten und erhalten 50 administrative Macht. Nehmer, Dukatenhammer. Macht können wir gebrauchen. Wir werden euch zusammentun. Dann seid ihr so stark, da kann euch keiner was. So, mit wem sind wir jetzt alles im Krieg? Mit Schweden. Okay, dann würde ich doch sagen, belagert da mal ein paar Häfen. Botnischer Meerbusen. Nö. Was würde euch denn so gar nicht passen? Die westliche Ostsee, da haben wir viele Häfen blockiert. Ja, das sieht gut aus.
Dann, Schlacht von Oberlaus ist gewonnen. 4 Kriegspunkte bekommen. Oh, Spanien ist dabei. Spanien ist dabei? Na gut, auf unserer Seite ist Frankreich und Russland. Ich wüsste nicht, was da schief gehen könnte. Ihr kämpft hier. Ihr geht hier hin. Macht eine Belagerungsarmee. Zack. Schließt euch hier wieder an. Geht ruhig nach Ratibor. Ihr könnt nur nach Mähren fliehen. Dort haben wir euch. Hahaha. So. Dann ist jetzt Belagerungstime. Ab ins Erz. Zack. Und zack. Okay, dann schauen wir mal, wenn wir noch alles übrig haben. Böhm wurde eine Schlacht geschlagen. Interessant. Haben wir hier überhaupt genügend Leute um eine Belagerung? Nein, das sind nur... Oh, aber hier haben wir doch genügend, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, warum man da noch Kavallerie dabei hat, aber okay. Scheint ja zu funktionieren. So, ihr geht alle... So, zusammen. Passt. Dich hätte ich gerne. Zack. Und dann gehen wir nach Böhmen. Das ist die Hauptprovinz und für die werden wir dann wohl auch am längsten brauchen. Schlacht vom westlichen Ostsee ist vorbei. Ah, wir haben die Schlacht verloren. Nein. Ja, gegen 63. Ja. Ja. Sie haben halt mehr große Schiffe, ne? 12. Aber wenigstens haben wir nicht alles verloren. Wir haben gerade mal 4 Handelsschiffe verloren. Ansonsten... Und sie haben 3 Handelsschiffe verloren. Das war doch gar nicht mal so unerfolgreich. So, ihr habt euch zusammen zu tun. Und gut ist. Brauchen wir noch eine Armee? Erstmal nicht, glaube ich. Da kommt Frankreich schon allein mit klar mit ihren 100.000 Leuten. Heiligsbleche, 100.000! Wir sind doch noch nicht die große Armee, die ich gedacht hätte, die wir sind. Häfen werden blockiert, das ist klar. Unsere Einheiten haben Verluste erlitten, das auch. Land im Krieg, welche Überraschung. Wir warten, bis hier die Schiffe repariert werden. Das kann natürlich jetzt dauern, ne? Weil wenn die alle in einem Hafen sind, dann dauert das bestimmt länger, als wenn wir sie an verschiedene Häfen bringen würden. Wie sieht es hier oben aus? Die Russen belagern sich selbst. Nee, die Russen kämpfen gegen Litauen. Irgendwann haben gegen Schweden verloren oder was? Wo sind die Armee bitte? Und die Schweden hier mit 32. Na. No. Russland und Schweden, ständig sind die beiden im Krieg. Zat, zat, zat. Oh, wow, 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 wow. Abspalten. Und das müsste reichen. Ja. Reicht's? Oh, wow! Habt ihr das gesehen? Wir haben mit 4000 oder so diese Schlacht gewonnen gegen 16.000. Die Macht der Berge. Wachsende Konkurrenz im Außenhandel. 9 Zoll erhalten. Wir bekommen Merkantilismus. Wie immer. So, sie haben doch mehr Moral als gedacht. Ah, nee, gar nicht mal. Wie, wir sind nicht mit Österreich im Krieg. Na, heiß. Dann diese Kanone zerstören. Kanonen sind teuer, die wollen wir tot sehen. Schlacht von Sopron gewonnen. Jetzt wird Mähren aber nicht mehr besetzt, so wie das aussieht. Nein, werden sie nicht. Da gehen wir natürlich zurück und kümmern uns darum. Ja, ich glaube, sieht gut aus soweit. Hoppla, Haus sind wir noch drin. Sieht gut aus soweit, da müssen wir uns nicht allzu viel Sorgen machen. Bis auf die 64.000 Schiffe. Aber wer macht sich da keine Sorgen? So. Jetzt. Oh, minus 4. Ja, wir verlieren mehr als das immer gewinnen, ne? Blockade durch Frankreich. Oh, Frankreich ist gut. Ja, aber sobald wir die Niederlausitz, genau, um die ging es. Jetzt müssten wir eigentlich Punkte en masse bekommen, weil das der Kriegsgrund ist, ne? Wo ist es? Wo?
Genau, 0,4 Punkte, ja. Niederlausitz, besetzt euch Deutschland, da ist es nochmal. 0,6 Punkte. Ja, das bringt auf jeden Fall mehr als die ganzen Blockaden, die hier jeder macht. Toskana hat Ferrara den Krieg erklärt. Ja, also bekommt man nicht nur einmal Punkte für, sondern dann immer pro Monat, solange der Krieg dauert. Neue Ideen, Entdeckerideen, Suche nach einer neuen Welt, erlaubt Rekrutierung von Entdeckern und Konquistadoren. Die Kolonialreichweite plus 50%, da müssen wir halt irgendwann mal hin, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir erstmal die Limetten brauchen, damit wir hier mit der diplomatischen Technologie nicht allzu weit hinten dran sind. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen, wenn wir komplett Böhmen besetzt haben. Belagert haben, genau. Und das dann eigentlich doch dazu führen müsste, dass wir hier den ein oder anderen, die ein oder andere Forderung durchbringen könnten, ja. Dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Egon Son.